Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Craft Attack. Und ich habe mal wieder super viel an diesem Haus gebaut und ich werde euch jetzt heute den Fortschritt zeigen. Und ich habe auch schon ein paar Projekte in Craft Attack geplant, die ich dann quasi mit euch zusammen machen möchte. Und eins zu einem werden wir gleich kommen, aber dafür werde ich erstmal meinen Shit eben hier in die Kiste reintun. So, wunderbar. Und die Kacke auch, die ich jetzt gerade überhaupt nicht brauche. Und ich werde mir mal das TNT grabben und ich werde mich dann gleich an einen geheimen Ort begeben. Aber ich werde euch nicht sagen, wo dieser ist, weil wir wollen nämlich einen Brauraum machen, einen coolen Brauraum. Und keine Ahnung, ich glaube, ich mache das nur in dieser Folge geheim. Keine Ahnung, wie lange ich geheim halten will, wo der ist, weil irgendwann wird es eh einer herausfinden und deswegen, ne? So, erstmal hier ein Feuerzeug machen und dann zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt hier so ein bisschen hier alles verschönert, pipapo. Hab eine Ender Chest jetzt auch mittlerweile, war kurz im Nether und hab mir das Zeug dafür geklärt, eine Enderperle und so, ist ja auch nicht so aufwendig. Hab hier ein bisschen dekoriert, hier so ein bisschen, kann man ja sehen, hier ist jetzt die Farm und sowas. Dann geht's hier ein bisschen nach da, beim letzten Mal stand hier noch das Bett und alles war hier voll mit Steinen und so. Und jetzt ist hier auch so ein bisschen was gebaut, hier so, ich weiß nicht, ob das schon in der letzten Folge da war. Auf jeden Fall hier so ein bisschen gemacht, hier ist jetzt so eine Farm quasi mit ganz, ganz vielen Schafen, also zwei Schafe reingetan, dann die ganze Zeit fortgepflanzt und dann hatte ich die 10.000 Schafe, genauso wie hier mit den Kühen aus Freilandhaltung. Auch wieder ganz viele Kühe, das heißt, ich habe auch hier Steak ohne Ende. Und ja, hier habe ich auch schon so ein bisschen was gebastelt. Also hier kann man jetzt quasi, hier kommt man jetzt von wo, wohin. Das seht ihr jetzt gleich, von wo man da aus hinkommt. Hier ist halt so ein bisschen gebastelt. Hier habe ich so ein bisschen, das habe ich jetzt gerade eben gemacht, hier so ein bisschen die Wände dekoriert und so ein Zeugs. Habe hier so ein bisschen schön gemacht. Jetzt habe ich hier eine Verzauberungsecke mit einem Amboss zum Beispiel. Habe hier auch alles Mögliche ausgekleidet und so, damit das hier schön aussieht. Aber ich habe das hier vorerst fertig gemacht, weil ich etwas, also ein Projekt in Craft Attack plane, was ich jetzt hauptsächlich halt dann in den Aufnahmen zeigen will. Ich habe jetzt viel offscreen gemacht, aber das ist nur, man kann sagen, der Eingang meines Hauses, den ich geplant habe, weil die Hobbit-Höhle ist nur so ein unscheinbarer Eingang, wo mein ganzer Shit gelagert ist und oben kommt dann quasi, also oben auf dem Berg, ich kann das ja mal eben zeigen, da kommt dann quasi mein Luxusareal hin mit Pools und Balkonen und allem möglichen hier oben. Da ist schon ein Teil, das ist quasi der Ort, wo man dann im Endeffekt ankommen kann und ich zeige euch dann einfach mal, wie man da überhaupt ankommt. Das habe ich auch noch ein bisschen verändert, hier so Banner und sowas aufgehangen. So, dann zeige ich mal, was ich gerade eben gebaut habe. Hier, nach Drücken des Knopfes Shift gedrückt halten. Ich habe da richtig lang für gebraucht, deswegen für eine Aufnahme. Ich glaube, ihr werdet verrückt geworden. So, ich muss quasi hier drauf drücken, Shift drücken, aber manchmal funktioniert das nicht. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auf Anhieb. Ich werde halt von so Slimeblöcken hochgeschleudert und jetzt bin ich hier oben in diesem wunderschönen Raum. So, das heißt, halt ein Fahrstuhl, ich stelle mich rein, nichts passiert und ich komme quasi nach oben. Also ich muss nichts machen, um mich zu bewegen nach hier oben. So, hab hier einen schönen Ausblick. Ich will halt dann irgendwo hier noch Pools machen und so, die nach außen gehen und um den ganzen Berg rum und sowas. Weil auf der anderen Seite gibt es auch noch einen relativ geilen Ausblick. Ich weiß nicht, kann mich mal eben hier rausbuddeln. Wenn ich hier irgendwo rauskomme. Obwohl, nee, warte mal, ich komme noch hier raus. Da. Ich kann euch mal zeigen, ungefähr wie, wie der Ausblick hier ist. Moment. So, gehen wir mal nach hier oben. Und ich will halt hier um den ganzen Berg rum, also auch hier auf der Seite und sowas. Hier rundrum so Sachen bauen, so eine riesengroße Villa, kann man quasi sagen, in den Berg rein. Hier oben drauf vielleicht auch noch irgendwas, damit ich halt hier noch einen schönen Ausblick drauf habe. Hier hinten wird noch ein bisschen gebaut. Dann habe ich hier Ausblick auf das Tal da unten, halt zu Spark und da drüben Petrit und sowas. Also wird geil, wird geil. So, jetzt begeben wir uns aber mal wieder ein bisschen nach unten hier. So, ich kann euch auch gleich mal zeigen, wie man nach unten kommt. Ist nämlich relativ easy. Hier mache ich jetzt noch später noch so ein Pistending hin, dass man das irgendwie drücken kann und dann geht das auf und man fällt dann eigentlich nur hier runter. Zack! Und man ist dann quasi hier unten, was ich gerade eben schon gezeigt habe. Ist relativ easy, aber wir begeben uns jetzt erstmal in einen Geheimraum und dafür muss ich mich teleportieren. So, ich hoffe, das hat funktioniert. So, jetzt sind wir in einem Geheimraum. Ich werde aber erstmal hier diese Kacke da wegmachen. Ich habe ja nämlich so ein bisschen Müll hingemacht. Die ganzen Schafe da, die fucken auch richtig im Hintergrund ab. Ich mache mal eben hier kurz den Sound ein bisschen runter. So, hier ist ein kleiner Raum. Ich möchte nämlich hier einen Brauraum machen. Und dafür habe ich auch schon ein bisschen TNT geklärt und so, wie ihr seht. Bumm! Warum auch immer ich von hier aus Schaden bekommen habe. Ja, ich habe ein bisschen TNT geklärt, weil ich wollte den Raum halt hier so ein bisschen mit TNT aushüllen, ein bisschen das explodieren lassen, weil ich glaube, das ist ein bisschen cooler. Leute sehen ja gerne Explosionen.
Ihr seht doch gerne Explosionen, oder? Keine Ahnung, denke ich mal. Sachen hochjagen ist ja immer irgendwie cool. Deswegen werde ich das hier einfach mal alles wegjagen. Bumm! Und dann hier auch nochmal. Und am besten hier und hier gleich noch ein TNT rein. So. Oh, sowas von weg hier, Alter. Ich hoffe, das macht jetzt nichts von mir kaputt, Alter. Oh, boah, Glück gehabt, okay. So, und wieder ein TNT hier rein. Ich habe aber nicht mehr so viel, so wie es aussieht. Putz! Aber ist doch relativ effektiv eigentlich, weil da muss ich den ganzen Scheiß hier nicht selber rausbuddeln. Und ich will halt hier so eine runde Höhle machen und dann in der Mitte so ein Loch in den Boden machen, wo dann quasi, also hier kommt dann so ein Loch in den Boden, wo dann, was ich dann mit Wasser auffülle, macht dann in dem Ding so eine schwebende Plattform, macht darauf dann diese Brauchstände und so, ihr wisst schon, so Batman-Höhlen-mäßig. Halt mit so Wasser in der Mitte und einer Plattform über dem Wasser und mit Stegen. Ach, das werdet ihr dann auf jeden Fall verstehen, wenn ich es gebaut habe. Aber der Teil da oben mit der Wohnung, also mit der Luxuswohnung, den habe ich vorgehabt, dann quasi in den Aufnahmen zu bauen. Und das hier werde ich halt so schrittmäßig euch dann zeigen, wie ich das hier gebaut habe und was ich hier gemacht habe, damit ihr das auch besser verfolgen könnt. Ich habe nur noch ein TNT. Das sollte ich jetzt am besten weise einsetzen. Sagen wir mal hier so am besten. Ja. Und dann werde ich halt Tränke brauen und so. Man kann jetzt auch in dem neuen Update, kann man ja jetzt Tränke an Pfeile dran machen und so ein Zeugs. Ja, und deswegen stelle ich mir das relativ geil vor, so ein paar Tränke zu brauen. Weiß auch nicht, was ihr davon haltet. Habt ihr Bock, das vielleicht sogar zu sehen, wie ich mal so ein paar Tränke braue? Weil manche Leute wissen ja auch vielleicht gar nicht, wie das geht. Ich habe das auch schon in der ersten Season, glaube ich, gezeigt. Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich das mal so ein bisschen erklärt, weil das ja relativ komplex ist, aber keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die. Ich glaube, dass die meisten Leute von euch das eh wissen, wie das geht. Ja. Aber hier wird dann halt im Endeffekt so eine runde Höhle hinkommen. Die ist jetzt gerade noch viereckig, aber ich werde die halt so ein bisschen terraformen und so, damit die dann rund aussieht und sowas. Und will das halt generell so dem Gesamtbild einfach anpassen. Ist das, bin ich eigentlich dumm, dass ich sage, ich bin an einem geheimen Ort und man hört die ganze Zeit Schafe im Hintergrund? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde das eh in ein paar Folgen einfach auflösen, wie ich hier hingekommen bin. Ich fand es nur gerade cool, irgendwie diesen Cut zu machen mit dem hier. Versteht ihr? Dieser Drehung. Naja, lang nicht mehr gemacht, aber ich hoffe, das hat jetzt funktioniert gerade eben, weil man weiß ja nie, ob das funktionieren tut. Ja, aber es ist halt jetzt nur sinnloses Stein rausgekloppe. Keine Ahnung, ob ihr euch das überhaupt geben wollt, aber die Folge ist ja eh gleich vorbei. Haha. scheiß drauf, ich zeige euch jetzt einfach, wo sie ist. Haha, oh ja, so geheim. Oh, wer hätte es gedacht? Nee, es ist einfach langweilig, wenn ich jetzt die ganze Folge lang da das Zeug daraus kloppe und ihr mir dabei zugucken könnt, obwohl die letzte Folge eigentlich nur ein Farmgang ist und das will ja auch keiner sehen. Ich habe mir jetzt auch hier ein neues Schild geholt. Ich habe mir da so ein Muster drauf gemacht, was ich auch an meiner Haustür hängen habe. Keine Ahnung, ob ich irgendwie eine geheime Miliz oder sowas gründen soll. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr davon denkt oder sowas. Eine Geheimorganisation auf Seiten des Bürgermeisters und auf der anderen Seite oder sowas, was weiß ich. Kann ich ja mal gucken, ob ich da irgendwas Cooles mache. Aber sagt davon Revi nichts. Hahaha. Wenn du dieses Revi-Videost, dann wirst du es wissen. Nein, wenn du dieses Video guckst, Revi, dann wirst du wissen, was ich vorhabe. Was hatte ich jetzt eigentlich überhaupt gerade vor? Ich hatte gerade irgendwas vorzumachen, aber ich habe es wieder vergessen, weil ich einfach total verpeilt und dumm bin. Naja. Ah, ich weiß es. Ha, okay. Ich kann schon mal den Brau-Shit und sowas da reinbringen. Weil ich brauche den ja hier eh nicht in meiner Enderkiste. Das hier brauche ich auf jeden Fall auch, aber dafür muss ich noch ein Soul Sand holen, damit ich die Kacke fortpflanzen kann und dann halt mehr Nether Ward habe und so ein Mist. Ja, 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 ja. Bla, bla, bla. Aber erstmal bringe ich die Scheiße da rein. So. Oh ja, so ein geheimer Ort. Boah, Junge. Es kann nicht dein Ernst sein. Oh, vielleicht könnte ich ihn sogar zu meinem Gunsten nutzen. Nein. Wenn du mich jetzt killst, ne, du blödes Arschloch. Knapp. Du kriegst mich nicht. Du, oh, geh weg. Oh, verpiss dich. Nein, nein, nein. Ah, du kriegst mich nicht. Ich leuchte das jetzt aus. Hahaha. Ha, ha. Dann kann hier auch nichts mehr spawnen. Wo ist das Arschloch? Stirb. So. Und dann kann ich auch mal hier die Dinger direkt mal hier hinknallen. Falls ich die irgendwie schon benutzen will oder sowas. Direkt mal hier wieder den Cleanstone reinhauen und da auch. So. Oh, nice.
Nein, jetzt ist der Knopf weg. Scheiße. War der hier oder so? Ja, genau. Okay, so, super. Raus hier. Ja, ich würde sagen, das war's. Und wenn es euch gefallen hat... Oh, mein Helm ist scheinbar kaputt. Scheinbar offenbar, wollte ich gerade sagen. Richtig dämlich. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da, wenn ihr mehr Craft Attack sehen wollt. Und wenn ihr vor allem sehen wollt, wie ich da oben mehr rumbaue, dann lasst erst recht eine positive Bewertung da. Und ja, ich würde sagen, das war's für mich. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.